Der Punkt ist, es geht nicht ums Nein sagen. Es geht darum, mit dem Nicht-Nein sagen okay zu sein oder es zu ändern. Schnibbeli schnipp. Worum es heute geht, ist ein Thema, was, glaube ich, viele beschäftigt, mich zumindest, das Thema Nein sagen, Grenzen setzen und warum uns das eigentlich so schwer fällt. Und ich habe mich ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt und möchte euch gerne daran teilhaben lassen. Worum geht's? Also stellen wir uns eine typische Situation vor. Freunde, Familie fragen mich, hast du Lust hier zu der und der Geburtstagsfeier zum Beispiel zu kommen? Und ich merke sofort, eigentlich habe ich nicht so richtig Bock darauf. Und dann ist die Frage, dann ertappe ich mich dabei, dass ich trotzdem Ja dazu sage, obwohl ich eigentlich in mir so ein eher Nein spüre und es fällt mir super schwer, dieses Nein zu äußern. So, woran liegt das? Wir wissen in der GfK, alles was wir tun, alles, ob wir Ja oder Nein sagen, ist der Versuch, uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Und es ist super spannend, sich mal anzuschauen, welche Bedürfnisse stehen eigentlich dahinter. Auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite. Also, gehen wir davon aus, ich spüre eigentlich ein Nein in mir und ich sage aber trotzdem irgendwie zu oder tauche dann da zumindest auf. Was ich mir in der Regel damit erfüllen möchte, ist irgendeine Form von Verbindung mit der anderen Person. Harmonie, vielleicht Gemeinschaft, Zugehörigkeit vielleicht, irgendwas in diese Richtung. Wozu ich in dem Moment Nein sage, welches Bedürfnis vermutlich auf der Strecke bleibt, ist irgendeine Form von auf mich selber achten, mich selbst ernst nehmen, authentisch zu mir sein, selbstbestimmt sein. Also irgendwas auf der Richtung steht auf der anderen Seite. Und dann wird es spannend, wenn ich dann das weiß und mir anschauen kann, was ist auf der Seite, was ist auf der Seite und da auch mal reinspüren kann. Und mich dann vielleicht, wenn ich das weiß, besser entscheiden kann, was liegt mir momentan mehr am Herzen, das eine oder das andere. Und dann auf Basis dieser Informationen und in Verbindung mit diesen Bedürfnissen eine Entscheidung zu treffen, die für mich authentisch ist. Denn worum es eigentlich geht, ist doch, mit der Entscheidung, die ich treffe, in Resonanz zu sein, in Akzeptanz zu sein, mich damit gut zu fühlen, wie ich mich entscheide. Und da kann dieses Sehen dieser beiden scheinbar gegensätzlichen Bedürfnissen, das kann hilfreich sein. Einfach zu schauen, ja, und vielleicht ist es auch okay, Ja dazu zu sagen. Vielleicht ist es mir aber auch wichtig, Nein zu sagen. Und dieses Verbinden mit den Bedürfnissen kann helfen und dabei wünsche ich dir viel Freude.